Es war ein junger Mann, Bachur Yeshiva, dass seine Eltern plötzlich finanziell einen großen Boom bekommen haben und sehr stark runtergefallen sind. Und er ist jetzt in einem Alter, Shiduchim, heiraten. Aber ohne Geld, leider Gottes, geht es nicht. Und er geht zu seinem Rabbiner: Rebbe, was soll ich tun? Ich brauche Hilfe und ich sehe von nirgends, dass die Rettung kommt. Sagt er, die Me'ein Yavo Ezri, Ezri, Me'im Hashem, die Rettung, die einzige Rettung, die du brauchst, die kommt immer von Gott. Deswegen mein Rat, mein Ratschlag an dich: Fahr Kotel HaMaravi, die Klagemauer, nimm ein Buch Tehilim, schlage es auf, von Anfang bis Ende, schütte dein ganzes Herz vor Gott und bete, sag, Gott soll dir helfen. Doch Rav sagt, ist heilig, er fährt sofort nach Jerusalem, geht in die Klagemauer und macht das Buch auf und ganze Tehilim, Ashreiach, und bis am Ende. Hat beendet Tehilim und mit Tränen in den Augen, er beginnt zu reden vor Gott. Lieber Gott, Klagemauer, steht geschrieben, von der Klagemauer, die Schchina weicht nie ab von der Klagemauer. Ich bitte dich, lieber Gott, hilf mir. Du bist meine einzige Rettung, ich brauche deine Hilfe. Ich kann nirgends und ich brauche deine Hilfe. Bitte hilf mir, ich habe schon die Braut gefunden. Aber ohne die finanziellen Sachen geht es nicht weiter. Wo er, während er betet und weint vor Gott, plötzlich sieht er ein Auto, so ein Van, kommt fast bis an dort, wo man kommen darf, in der Klagemauer. Bis ganz nahe der Klagemauer und kommt einer dort raus, ganz fesch angelehnt, ein VIP kommt raus, überall Fotos, tschak, 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 Security rundherum. Wer ist diese Person? Und man schubst alle auf die Seite, weg, 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 weg. Irgendeine VIP ist gekommen. Nun, diese Person geht dorthin zur Klagemauer, haltet die Hand so, alle machen Fotos, küsst. Nachher nimmt er ein Blatt, ein Stift, schreibt etwas, tak, 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 faltet es rein und steckt es dort zwischen die Ritze in der Klagemauer, steckt es dort rein. Und geht weg. Er will wissen, wer ist diese Person. Und er fragt den Kameramann, sagt, wer ist das, wer ist das? Und alle, geh weg, lass uns. Also, wer kann diese Person sein? Schaut so fesch aus, so starr, so und mit Fotos, Schmuddel und so weiter. Wer kann das sein? Vielleicht Biden, vielleicht, was weiß ich, irgendeine VIP, Bill Gates. Rav Shamunov, Rav Shamunov ist noch nicht. Wer? Top. Alle sind weggegangen und jetzt er aus lauter Neugier macht, was man nicht machen darf. Er geht dorthin und nimmt diesen einen Blatt raus, was er reingesteckt hat, und macht auf. Und liest den Brief. Lieber Gott, ich, Volonchevsky, Volonchevsky, ein reicher, sehr reicher Mann aus Amerika. Und er hat eine Basketballmannschaft. Seine eigene Basketballmannschaft. Lieber Gott, ich weiß, alles ist in deiner Hand. Meine Mannschaft hat morgen ein sehr wichtiges Match. Ich weiß, alles ist in deiner Hand. Ich bitte dich, bitte mach, dass meine Mannschaft gewinnt. Und gib mir bitte ein Zeichen, dass du mein Gebet anhört hast. Ich, mit hochachtungsvoll, fröhliche Grüße, Volonchevsky, ich bin in Hotel Waldorf Astoria, Zimmer 23, zweiter Stock, tschak. Top, er nimmt das Ganze, okay, Zimmer 23, zweiter Stock, fährt, nimmt ein Autobus und fährt dorthin, kann man noch zu Fuß gehen. Geht dorthin in Waldorf Astoria, kommt dorthin in Rezeption, ja. Ich brauche bitte den Herrn aus Zimmer 23. Sie schauen ihn an. Was hast du mit ihm zusammen? Vergiss, das ist
Nein, nein, ich will mit ihm reden. Wer bist du überhaupt? Ich bin Moshe. Welcher Moshe? Du, bitte geh auf die, störe nicht. Sagen sie ihm, der Bote von Gott ist gekommen, um ihm eine Nachricht zu geben. Sie rufen ihn an, hallo, ja. Der Bote von Gott ist gekommen, dir eine Nachricht zu geben. Wie, Bote von Gott? Schickt ihm sofort rauf. Er hat ihm vor kurzem, so schnell geht das Ganze. Top. Er kommt zu ihm rauf, er schaut ihn an, sagt er, ich bin der Bote von Gott, ich will Ihnen sagen, Bezrat Hashem, morgen Ihre Mannschaft wird gewinnen. Oh ja, was du nicht sagst, oh danke vielmals, I love you, du bist bei Martin. Und die reden hin und her, er gibt ihm seine Telefonnummer. Auf Wiedersehen. Top, am nächsten Tag, Match, die Mannschaft gewinnt. Mannschaft gewinnt, er ist so happy, so fröhlich, er ruft sofort den Chico an. Hallo, komm hier, komm so, sofort, komm zu. Er kommt, oh, I love you so much, danke, danke. Aber sag mir, wie hast du diese Vision Gottes bekommen? Wie ist Gott zu dir erschienen und hat dir dieses Zeichen gegeben? Sag dir, schau, ich bin ein armer Typ. Ich bin gekommen, weil ich heiraten will und ich Geld brauche. War in der Klagemauer, habe dort gebetet an Gott, dass Gott mir hilft. Und am Ende, ich habe gesagt, Gott, bitte gib mir ein Zeichen. Ich brauche jemanden, der mir helfen kann. Und gerade du bist gekommen mit einer ganzen Pamale. Ich wollte dich ansprechen, dich bitten um eine Hilfe. Man hat mich nicht zu dir gelassen. Nur dann wollte ich sehen, wer du bist, wo du bist, um dich zu finden. Ich habe gesehen, dass das dein Wille war. Habe ich gesagt, okay, ich habe jetzt gebetet hier für Geld. Nicht umsonst habe ich ihn jetzt gefunden. Deswegen habe ich gesagt, bitte lieber Gott, hilf ihm, damit er mir hilft. Und deswegen... bin ich zu dir gekommen. Ah, das hat mir sehr gut gefallen. Auch die Ehrlichkeit. Wie viel brauchst du? Was brauchst du? Na, Hochzeit hin, hat er kurz gesagt. Er hat ihm bezahlt die ganze Hochzeit. Plus eine Wohnung in Harnof, Jerusalem. Plus dies, jenes. Alles auf seine Kosten. Für ihn war das Peanuts. Das war für ihn nichts. Aber für den armen Jungen, ich dachte, Bach, Shemolad, mehr eine, wo es rief, und nichts kam seine Rettung.